Yo, moin, liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Verwandte der Kinder der Eltern, lieber Black Shadow 1602. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed 2. Das letzte Mal sind wir irgendwie stehen geblieben vor weiß ich wie vielen tausend Jahren da oben. Auf dem Schiffturm haben wir uns ja göttlich verabschiedet. Und jetzt sind wir wieder hier und ich habe gar keine Ahnung mehr, worum es geht. Die Pause, die ich zu überwältigen hatte. Buongiorno, lieber Genosse. Ja, die Pause, die ihr ertragen musstet. Wieso, weshalb, warum? Muss ich jetzt euch nicht erklären, aber. Ah Gott, ich muss zuerst wieder in die Steuerung reinkommen. Könnt ihr nachlesen auf meiner Homepage, wieso, dass es eine kleine Pause gab auf www.xoneris.ch, falls ihr die Seite noch nicht kennt. So. Ich habe keine Ahnung, was wir eigentlich tun müssen. Ich habe das so lange nicht mehr gespielt. Ach. Okay, das war jetzt zwar nicht so beabsichtigt, aber hey, das war cool. Und was ich zum letzten Mal auch vorteilhaft bin, ich habe meine Steuerung jetzt schon richtig eingestellt von meinem Gamepad. Ach ja, irgendwo da vorne müssen wir hin jetzt. Gehen wir mal hier lang. Da oben ist ein Brief. Vielleicht müssen wir da irgendwie zum Brief. Hui, waha! So, dann gehen wir mal darüber. Ach, komm jetzt. Hui, ho, hier, hoda, hisa, hua. Ich hab's immer noch drauf. Jetzt bin ich zwar einen Meter nebendran, aber egal. Also, das Klettern funktioniert noch einigermaßen flüssig. Nur mit dem Kämpfen, da sehe ich dann, was draus wird. So. Ach, müssen wir trotzdem nach unten. Ist irgendwo so ein Heuhaufen, wo ich reinspringen kann? Nein. Ah, da unten ist einer. Wie kann ich nochmal einen anvisieren? Wow. Ah, toll, das war schlau. Ich will den da anvisieren und dann so einen Meuchelsprung auf den machen. Das habe ich doch gelernt. Okay, das war nicht so schlau. Aber das will ich trotzdem können. Gut. Gehen wir hier rauf. Ach. Kannst du nicht? Doch, kannst du. Dankeschön. So. Irgendwie. Okay, das Richtige ist ausgewählt. Ah, Kamera, nervt mich nicht. Der Typ steht da einfach und. Ach, muss ich mit dem reden? Das ist gar kein Soldat. Ups. Drücke, um zu reden. Das war nicht zum Reden. Aber stimmt, wir können den ja plündern. Nein, wie ging das Plündern nochmal? Das ist das Adlerauge. Ach. Halt die Fresse! Ist das Spiel zu laut eingestellt? Ich weiß nicht. Nee, ich glaube, es ist okay. So. Casanova, die beiden Briefe dem bewachten Empfänger überbringen. Akzeptieren. Awesome. Ach toll. Zeit, Zeit. I don't like the time. Ach Gott, okay, jetzt ist wieder in die Steuerung reinkommen. So, okay, wir von Raphael Datenbank Zugang irgendwas. Awesome. Okay, zwei Briefe abliefern in knapp 4 Minuten, wovon ich jetzt die Hälfte schon verschwendet habe. Ah, yo, oh. War das schlau? Nein, ich glaube nicht. Ja, ich bin so gut. Eigentlich hasse ich Zeit-Events und was macht der Xoneris als allererstes? Ohne die Steuerung noch richtig intus zu haben, er macht gleich mal ein Zeit-Event und probiert einfach mal jetzt volle Henne. Oh Gott, ich sehe jetzt schon, das wird nichts. Das wird überhaupt nichts. Ah oh Gott! Nein, Ezio, was tust du da? Totally fail is my name. Absolut. So, muss ich hier irgendwie. Ja, ich muss irgendwo hier rauf. Ach, zum Glück ist das immer schön positioniert, dass man immer gleich aufs Dach geht. Hallo?
Okay. Aha, ich werde also vom Teufel persönlich. Hä? Ach da. Muss ich dir den Brief geben? Nein. Ah, komm. Hey, wieso kann ich den nicht mit meinem... Hallo? Schlagen, Seitenhieb. Wie kann ich dir jetzt einen Brief... Ah. Kein Problem. Ah, die Kiste hier, das so viel Zeit muss sein. Ist sicher etwas mega tolles, ober-awesome-mäßiges drin. Naja, okay. Kannst du das? Ach. Ich mache immer diesen dummen Wandsprung. Ich raff's es nicht. Okay, die ersten paar Minuten könnten hier also totally fail werden, weil ich, wie gesagt, die Steuerung überhaupt nicht mehr drin habe. Weil es jetzt so lange her ist. Okay, probieren wir mal zum zweiten Punkt hinzugehen. Woohoo! Awesome! Wo ist der denn? Irgendwo da hinten. Noch 50 Meter oder weniger. Wow, ich bin gleich tot. Nur allein wegen dem, dass ich nicht mehr richtig assassinen-like rumhüpfen kann. Das heißt, beim nächsten Abliefern hier werde ich sehr wahrscheinlich drauf gehen. Und wo genau wird die jetzt bewacht? Ich sehe gerade nicht, wo die bewacht wird. Könntest du vielleicht... Danke. Die ist ja überhaupt nicht... Ah, da ist sie bewacht. Oh, grazie. Aha, die Typen hier vorne, das waren die Wächter. Ich hätte auch einfach Rambo-mäßig einfach durchstürmen können und dann wäre auch alles gut gewesen. Okay, aber ich glaube, das war so eine Nebenmission. Also, à la, wenn dir langweilig ist, kannst du ja mal was anderes tun, als nur die Story zu verfolgen. Was haben wir denn hier? Nein, ich will jetzt Hauptstory machen. Das wäre das Ausrufezeichen. Ausrufezeichen, folgte dem Ausrufezeichen, because it's so awesome. Hey. Hallo? Also, ich glaube jetzt. Ja, nein, nein. Gott. Weißt du, ich könnte einfach auf ihn drauf hüpfen. Wie kann er denn... Toll, ich bin gleich tot. Oh Gott, ich spiel wie ein Vollidiot. Jetzt ab, weg, los, weg, verschwinde. Ah. So eine Hure. Noch ein Treffer und ich bin Geschichte. Geh weg, verschwinde. Mach einen assassinmäßigen Abgang. Irgendwo hin. Ich glaube, ich bin hier bei. Es sieht fast so aus, als wäre ich hier bei Dings. Wie heißt der? Leonardo da Vinci. Oh Gott, ich brauche Heilung. Moment, habe ich doch irgendwo, oder? Oh, episch! Ich habe hier Heilung. Nein. Hey. Gott, bin ich ein. Ja, ein Trottel. Was? Santa Maria del irgendwas. Egal. Gehen wir. Dahin müssen wir. La 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 la. So, dann schauen wir mal, was es gibt. Ein Wolf im Schafspelz. Verhindert, dass die Verschwörer die Medici-Familie angreifen. Okay. Awesome. Ach ja, stimmt. Da waren wir das letzte Mal ja stehen geblieben. Es gab da ja irgendwie so eine Verschwörung, die wir belauscht haben. Und so tauchen wir mal den Leuten unter. Dort sind Lorenzo und seine Frau. Die werden jetzt von irgendwo angegriffen. Ein Attentat sollte auf die Er ist verübt werden. Giuliano, Lorenzos Bruder. Aber wo ist Francesco? Dort ist er. Zeit für den Schlag. Crepa! Kann er nicht
um Gnade! Keine Gnade für dich! Du räudiger Hund! Stirb! 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 Wow, tolle Synchro. Deine Zeit ist vorbei, Lorenzo! Deine ganze Familie wird durch mein Schwert fallen! Abschaum! Mörder! Ich töte dich! Das hast du dir selbst... Okay, es geht also voll in die Action. Dann nehmen wir das Schwert und... Oh, nein, das war nicht das Schwert. Das hier ist das Schwert. Alter! Was zur Hölle? Einer gegen... Nein, zwei gegen 300 oder was? Oh, stimmt, ich kann ja irgendwie kontern. Komm her, Hammertyp. Au. Hey, wie viel komme ich hier? Was geht denn hier? Heilige Maria! Ficken! What the hell? Zum Glück bin ich ein Assassine und ein ausgebildeter Kämpfer. Ich könnte hier mit der Armee von Rom aufnehmen, ganz alleine im Alleingang, weil ich so ein Ultra-Gott bin. Bebounce, so zum Beispiel. Komm, greift an, ihr Huren. Ach komm, irgendjemand. Wo ist die Spannung? Ich drücke hier nur den Angriffknopf. Ich bin hier... jetzt sterbt doch. Traut ihr euch nicht, mich anzugreifen? Oh. Ah doch. Wuha! Wuha! Njaha! Wuhahaha! Awesome Skills! Awesome Assassin's Skills! Au. Du Bastard! Komm, greif mich an, wenn du dich traust, du Hammer-Heini. Komm. Nein, scheiße, das war zu spät. Egal, dann greif halt ich an. Und bounce. Okay. Au, du Hure. Eigentlich... Ey. Oh, das war... Sollte ich sogar... So, jetzt wird dieser... Okay, mit dem Dolch ist das definitiv die... das war das Schwert, oder? Ah! Heilung! Okay. Ah. Ich bin noch nicht... Okay, das ist ein richtiger Boss. Also, ein Boss ist es ja nicht wirklich... Komm jetzt, stirb doch. Weißt du, der Typ da hinten, der können mir einfach auch helfen. So. Weißt du, der steht einfach rum und schaut mir zu und hampelt ein bisschen dagegen rum. Was ist das für ein Helfer? Das ist so ein richtiger... Ah, du Hure. Hua! Au. The Bounce! Ach, jetzt komm. Komm her, komm her. The Bounce! Okay, das wird jetzt professionell gemacht. Nein, nein, du entkommst mit... Was? Was? Was zur Hölle? Wollt ihr mich jetzt verarschen? Okay, wow.